Wir erzeugen Daten in jedem Forschungsprozess, in Laborumgebungen wie dieser hier, wenn wir Fragebögen ausfüllen, wenn wir uns Aktiendaten, Börsendaten angucken. Alles sind Daten. Diese Daten werden in den wissenschaftlichen Prozess eingearbeitet. ChatGPT wird uns ermöglichen, mit diesen Daten zu arbeiten, sie zusammenzufassen, sie vielleicht zu verschriftlichen oder zu verbildlichen. Das sind Fähigkeiten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von morgen brauchen. Und wir werden das in der Lehre einbringen müssen. Generative KI wie ChatGPT sind Tools, die in der Cloud funktionieren. Sie sind über das Internet überall in der Welt verfügbar. Und sie müssen nicht in den Rechenzentren der Universitäten speziell installiert werden. Was wir aber brauchen, ist natürlich Schulung, ist natürlich die Möglichkeit, mit KI umgehen zu können, ist die Fähigkeit, diese Tools im Betrieb einsetzen zu können. Das erfordert Schulung, das erfordert Weiterbildung, es erfordert aber keine Hardware. Und deswegen wird es für Universitäten viel wichtiger sein, Campuslizenzen und Verfügbarkeit solcher Tools sicherzustellen.